Der steht mitten auf der Straße. Boah, naja, wir mussten gerade voll in die Klötze gehen, weil der mit seinen Flaschen hier steht. Ja, mein Lieben, da ist er wieder, Kai aus der Kiste. Auto fertig gemacht hier mit Certouch Motors. Moin. Und liefern das Auto zum Kunden aus. Also, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, wie gesagt, kann ich euch immer nur noch anbieten. Kommt her, lasst euer Auto beim Certouch machen. Günstige, gute Preise. Und wie gesagt, sogar mit Lieferservice hier. Ja, wir stehen gerade. Abholservice, Bringservice, alles problemjock hier. Da ist Tiguan. Schöne weiße Tiguan. Oh, Leute, die habe ich gebaut 4 Jahre, die haben mich kaputt gemacht, diese Karren. Ja. Gutes Geld verdient bei VW, aber bringt nichts. Wetter ist gut heute. Es ist, ich weiß nicht, kann man dem glauben hier? Sieht man was? 19 Grad? Keine, egal. Rot gilt für Fahrradfahrer hier nicht. Auch hier gilt das hier für gar keinen. Aber egal. Ja. Ich hoffe, dass es langsam der Frühling kommt, Leute, weil es ist doch noch nachts. Ist es richtig frisch. Ich weiß nicht, was wir heute Nacht hatten. Vielleicht 7 Grad oder 8 Grad. Ja, also ich hatte heute Nacht fett meine Heizung an. Hier Ducker Home, falls einer Möbel sucht, aber wir haben auch einen schönen Möbelladen, falls ihr irgendwas braucht. New Home heißt es? Nee, Jenny Home? Wo gehen wir mal hin? Keine Ahnung, wie heißt der Laden? Nova Home, genau. Da müssen wir Pinner mal fragen, die weiß das. Ja. Oh, schöne Frauen. Habt ihr gesehen, Leute? Es gibt so hübsche Türken in Land. Ja. Muss ich mal gucken, ob hier nicht vielleicht doch demnächst noch eine türkische Hochzeit stattfindet. Dann ist er nicht mehr so wie früher. Dann kommt Bruder mit Messer und macht dich krankenhaus, ja, wenn du Schwester nimmst. So. Aber trotzdem muss ich noch ein bisschen Respekt haben. Police. Nichts direkt filmen, sonst denken die, wir sind hier Taliban oder so. Ja, ihr habt da noch mal ein bisschen Werbung. Vorsichtig fahren, immer Helm aufsetzen, nichts Hochstarter machen oder Ampel auf achten. Ansonsten 112 anrufen, genau. Ja, das hatten wir ja gestern auch. Das Video habe ich nicht hochgeladen, Leute. Ich habe da ein bisschen Probleme mit der Krankenversicherung. Achtet immer darauf, was die abdecken. Ja. Ganz problematisch wird es bei chronischen Sachen. Also, es kommt eh alles raus beim Anamnesegespräch hier. Ob ihr Herzinfarkt hattet oder sonst was. Wenn so eine Vorerkrankung schon da sind, wird es ein bisschen schwierig, dass die Krankenversicherung sowas übernimmt. Den Fall hatten wir gestern. Leider. Ist auch ein bisschen teurer geworden, das Ganze. Aber egal. Man hilft sich hier gegenseitig und untereinander und das ist wichtig. Ja, aber ich sag mal, für einen Tag Krankenhaus 800 Euro ist schon, ja, wenn es dann 10 Tage sind oder vielleicht ein bisschen länger, man muss dann auf einmal 8000 Euro auf den Tisch legen. Ja, aber die Versicherung, die klärt das in der Regel innerhalb von, ja, sagen wir maximal 24 Stunden ab. Ich muss mal kurz ein bisschen ran, weil ein Kollege muss Chefpiegel gucken. Ja, und dann gab es all diese Probleme, dass diese Versicherung gesagt hat, nee, das ist chronisch, das übernehmen wir nicht. Ja, deswegen muss ich Montag... Was war das? Ah, lala, immer Spaß machen. Ja, Leute, einfach nur geil. Ich liebe mein Leben hier wirklich. Das ist so simpel, so einfach. Jo, jetzt sind wir mal in Alanya, in Sanaa, mal ein anderes. Überall Kontakte knüpfen hier. Gut, knüpfen ist auch gut. Ja. Ihr seht, hier ist wirklich, hier wird alles gemacht. Vom Lackieren bis überhaupt alles. Da gibt es Aluminium. Schon interessant. Ist nicht wie in Deutschland. Kann man echt nicht vergleichen, das Ganze. Ja. Was haben wir hier? Ein Clio. Falls jemand interessiert, wie das Ding ohne Cockpit aussieht.
Herbeck ist auch schon draußen. Ja, Mann. So sieht das eben aus. Oder liegt Glas drin? Bestimmt Crash gehabt. Problem, Jock. Ja, das ist jetzt Alanya Ober. Ein bisschen Berge sieht man. Tamam. Und wie gesagt, eigentlich alle relativ günstig hier und machen gute Arbeit, die Jungs, ehrlich. Ist ja nicht nur für Auto, sondern hier, seht da vorne diese gelben, sieht man das? Da diese, man kann sich hier auch diese Heißwassertank machen lassen. Fürs Dach. Ja, also hier ist wirklich alles vertreten. Na gut. So. Für meinen Freundschaftsservice, ihr seht, Katze auch gemietet. Nein, Mann. Caddy. Die gehört dazu. Ja, Araber Caddy. Komme ich, wenn ihr alleine seid, natürlich mit dem. Aber wenn ihr mehrere seid, Familie, ein, zwei Personen oder drei, dann oder vier. Na, bei fünf wird schon ein bisschen knapp. Wir sind in Türkei, das geht schon. Ja, Leute, genau, übereinander im Kofferraum ist auch noch Platz. Komme ich natürlich mit dem goldenen Fiorino, Leute. Ah, guck mal. Alles frisch gereinigt, bitte. Frisch, sauber, frisch gereinigt. Schönes, vernünftiges Radio. Mit Klima, natürlich. Hinten ist genug Platz. Kann man ja mal hier mal... Moment, ich krieg gerade einen Anruf. So, da ich ja eben gerade aufgehalten wurde, bin, kann ich noch ein bisschen kleiner machen. Ja, mal macht er so, mal macht er so. Ihr seht, Alter. Ja, Alter, sorry, nicht Alter, sondern Leute, wollte ich sagen. Alles gut. Da drüben ist Burak. Nein, keine Burak, DJ Bobo. Oh, voilà, sieht wirklich aus ein bisschen wie DJ Bobo, ne? DJ Burak, tamam. Ja, also. Ja, für mehrere Leute natürlich den. Für einen den. Für alle Mutigen den Audi. Nein. Pack. Ja, guck mal an, Leute. Was für ein Gehänge, Leute, ja. Meine sieht auch bald so aus. Tamam. Wo bin ich? Warum ist das schon wieder hier? Jetzt wird's wieder schärfer. Alter, diese Kamera ist echt seit dem Update Mist. Ich habe ja noch eine vernünftige zu Hause. So. Nächste Woche mache ich Werbung. Was heißt Werbung? Aber mache ich ein Video hier von dem Verglaser. Guck mal, das ist die Caddy. Missimis. Missimis. Ja. Oh, ich würde es doch bestimmt langweilig, oder? Wenn ich immer wieder von hier oben filme. Oh, Leute, die Aussicht hier ist. Jeden, den ich hier bringe, das fasziniert. Natürlich nicht davon. Das ist klar. Weil wegen Umweltschutz habe ich euch schon mal gesagt. Müssen wir noch ein bisschen was beibringen hier. Als Ausländer, Jabanje, Almans, Kartoffeln, wie auch immer. Da sitzt das Pärchen. Meine beiden Besten. Ja, Juti. Ja, mein Lieben. Da ist Senat. Jo. Ja, ja, mal von der anderen Seite. Genau. Time to say goodbye. Ja, so. Mein Freund. Weine nicht, mein Schatz. Ja, genau. Hasimose. Ja. Ja, Leute. Ich verabschiede mich jetzt. Ja, danke dir, dass du gekommen bist, dass du mich verabschiedest. Danke dir auch. Er hat mir noch ein paar Sachen gemacht, die ich jetzt abgeholt habe, was ich in zwei Wochen nicht geschafft habe, abzuholen. Ja, drei Wochen. Ja, drei Wochen. Was? Drei Wochen? Ja. Drei Wochen, ja. Walla, wo ist die Zeit geblieben? Drei Wochen. Gut. Drei Wochen. Drei Wochen. Drei, ja. Drei lange, kurze Wochen. Und wir wollten eigentlich noch einen Livestream zusammen machen, aber naja, gut. Nächstes Mal. Ja, nächstes Mal. Vielleicht am Strand. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall. Machen wir mal so einen Grill. Oder bei mir am Pool mit Grill. Ich habe jetzt einen Grill. Ja, geil. Ja. Stimmt, wann bist du das nächste Mal wieder hier? So schnell wie möglich. Okay. Ja, Leute, wie gesagt, ich sag schon mal bye bye, Senat. Halt die Ohren steif. Bis demnächst. Bis demnächst. Ja. Wollte mich mal. Videos. Ja, genau. Ja. Ja, Leute. Oh, oh. Herkules. Herkulade. Genau. Alles klar, Senat. Danke dir. Dann erstmal bis dahin. Ja. Ne, gute Reise, guten Flug. Werde ich haben. Alles klar, bis dann.